So, willkommen zurück zur nächsten Folge Endzone World Apart. Mit den alten Problemen. 109 Leute haben keine Schutzkleidung, 118 obdachlos. Man könnte meinen, das ist der Spielstart von vor 4 Folgen oder sowas. Wir haben sogar hungrige Leute, das kennen wir doch alles. Nur, dass wir jetzt hier halt hier 450 Siedler haben, sind viel zu viele. Ich habe jetzt gerade in der Pause gesehen, also Kaffee kann ich direkt bauen, beziehungsweise anpflanzen, nicht bauen. Die Schule ist auch überbelegt. Habe ich auch gemacht. Hier wird ein Kaffeefeld. Hier habe ich ein Kaffeefeld gemacht und ich habe hier ein Weizenfeld in ein Kaffeefeld umgeändert, damit wir den Kaffee schneller produzieren können. Dann erforschen wir jetzt Kaffee hier unten. Brauchen wir 300 Kaffeebohnen für. Vielleicht soll ich doch noch zur Sicherheit hier kurz noch ein Kaffeefeld auswählen. Genauso machen wir es. Und dann lassen wir das Ganze mal laufen. Dann geht mir natürlich schon wieder alles Mögliche aus. Ich kann natürlich jetzt nochmal. Brunnen bauen. Das mache ich auch. Die elektrische Wasserpumpe, die verbraucht leider Metall, das ich momentan nicht habe. So, ich baue hier noch einen Brunnen. Und weil es so schön ist, baue ich hier auch noch einen Brunnen hin. Dann darf ich das Wasserproblem vielleicht wieder ein bisschen in den Griff bekommen haben. So, das sollten Sie dann bitte auch schnell bauen. Dann kann ich nämlich hier auch noch, wie gesagt, es werden ein paar Leute sterben. Kann ich aber verkraften bei 100 Leuten, die ich aktuell auf Reserve habe. Können auch 2, 3 sterben. Ich muss die Zufriedenheit wieder nach oben kriegen. So, die Leute wären hungrig. Was möchte der Kollege jetzt? Ich muss noch ein Nahrungsfeld bauen. So, jetzt werde ich hier erstmal nochmal Kaffee anpflanzen, bitte. Ja, wie gesagt, hier sterben jetzt gerade schon einige, weil wir einfach nichts mehr zu essen haben. So, der Brunnen steht auch, die Bewässerer sind am Start. Ich brauche dringend Metall. Vielleicht hat der Händler ein bisschen Metall. Bravo, Rusty, hast du hier ist er Metall? wieder. Der Ja. grandiose, einmalige, unglaublich charmante Rusty Rolf. Extra nur für dich. Jetzt kein Sandsturm, keine giftige Wolke. Noch mordlustige Raider können mich davon abhalten. Ja, halt die Klappe. Okay, wie viel gibst du mir, dass es ein fairer Handel wird? 107, Und machen wir. wieder. Meine ganze Medizin haue ich raus, aber ich brauche jetzt das Metall. Damit A, die Stromversorgung hier, okay, die steht schon teilweise, damit die komplett aufgebaut wird. Ja, es sterben gerade übel viele weg, aber ich meine, ich habe hier 160 Leute, die Hunger haben. Ich habe gleich die Befürchtung, dass zu viele sterben werden. Gut, durstig haben wir auch noch 3. Hier kann ich noch welche einteilen, fällt mir gerade ein. Solange ich noch welche habe. Ich werde nämlich gleich keine mehr haben. Das ist übel. Wir sterben hier mal in kürzester Zeit fast 100 Leute weg. Also es werden wahrscheinlich 100 Leute werden. So, Errungenschaft. Es wurden Fehler gemacht. Ich habe es tatsächlich jetzt innerhalb von kürzester Zeit geschafft, dass mir fast 100 Leute weggestorben sind. Deswegen habe ich die zweifelhafte Errungenschaft auf Steam erreicht, dass 200 Leute wegen Hunger sterben müssen. So, jetzt scheint mir das Problem ein bisschen in den Griff bekommen zu haben. Aber das sind jetzt die Leute, die ich halt nicht versorgen konnte. Klingt hart. Ist aber so. Ich brauche, ja, klingt irgendwie schon ein bisschen hart. Ich brauche sie ja nicht, aber ich meine, ich habe ja keine Probleme mit der Versorgung von allen Dingen.
Wie schaut es mit den Aufgaben aus? Na gut, ich habe halt hier nur noch 3,4 Saisons. Ich habe den Kaffee noch nicht mal erforscht, weil immer noch keine Kaffeebohnen. Ah, jetzt werden die ersten Kaffeebohnen geerntet. Ich hatte halt 0 Kaffee da. Das heißt, ich muss jetzt hier erstmal 300 Kaffeebohnen ernten, damit die Forschung losgeht. Und wenn die Forschung dann endlich erledigt ist, muss ich noch jede Menge Kaffeebohnen ernten, damit ich... den Kaffee überhaupt produzieren kann, 460 Stück. Aber dass Weizen nicht als extra Nahrungsressource dient, das ist schon eine Überraschung, muss ich sagen. Ich weiß immer noch. So. Ach, der braucht ein Schrottwerkzeug. Habe ich sowas überhaupt? Mach mal kurz eins. Oder drei. Oder noch mehr. So, jetzt mal kurz egal, dann soll er ein paar Schrottwerkzeuge produzieren. Solange bis der hier seins bekommt. Jetzt. Okay. Jetzt kannst du wieder auf Metallwerkzeug umsteigen. Das du eh nicht produzieren kannst, weil du kein Metall hast. Gut, Nahrung steigt wieder. Wasser. Weiß ich nicht. Steigt Wasser oder fällt Wasser? Auf jeden Fall habe ich jetzt jede Menge Metall. Ich weiß es gar nicht. Steigt oder fällt das Wasser? Auf jeden Fall habe ich schon wieder kein Metall, weil alles schon verplant ist. Krass. Das ist echt krass. So, es ist mittlerweile alles unter Strom, außer die Küche hier. Das heißt, die werden wir jetzt auch noch unter Strom setzen. Und dann werde ich mal... So. So. Und dann werde ich mal kurz... Moment. Das hier kann ich auch wieder rannehmen. So, all die Arbeit für nichts. Ja, okay, das ist die, die Saatgutaufgabe, die ich nicht machen wollte. Die sollte ich eigentlich kurz machen. Komm, ich baue einfach kurz ein Feld und reiße das wieder ab, weil es außerhalb vom Bewässerer liegt. Dann ist die Aufgabe nämlich erfüllt. Und dann geht es ja gar nicht darum, dass das dauerhaft steht. So, bitteschön. Einmal kurz hier Strahlung entfernen. So, erfüllt. 2700 Beeren, das ist gut. Das Ding hier wird aber wieder abgerissen. Brauchen wir nicht. Okay, Wasser steigt. So, Strom, genau. Ihr seid 3700, aber haben wir schon wieder Nacht? Nee. Doch, wir haben Nacht. Wir sind 3700 im Minus in der Nacht. Das müsste ja eigentlich locker reichen mit 4 Energiespeichern. Wer kommt noch oben drauf? Der Rest hat jetzt hat alles Strom außer der hier. Gut, und die sind aber ja nicht in Betrieb. Ja. So. Jetzt ist Kaffee erforscht. Kann ich Kaffee einfach so produzieren? Oder muss ich das auch in der Küche machen? Nee, in der Küche kann ich es nicht machen. In der Kneipe vielleicht. In der Kneipe. Kaffee. Okay, dann machen wir bitte schnell Kaffee. Mit Strom müsstet ihr ja schneller vorankommen. Wie viel Kaffee habe ich denn schon? Wahrscheinlich keinen. Doch, 100, ein paar Bohnen habe ich tatsächlich. Ich weiß jetzt nicht, ob Nahrung ausreichend ist. Wasser steigt. Ich werde aber jetzt hier demnächst auch auf die elektrische Pumpe umsteigen. Okay, ich habe 94 Metall jetzt plötzlich übrig. Dann machen wir hier die elektrische und hier auch die elektrische und hier bitte auch die elektrische Pumpe. Mach hier auch eine elektrische draus. Nahrung fällt wieder. Händler ist da. Ole Sörensen landet mal wieder Büffel. In dieser tollen Oase. Nee, Büffel brauche ich nicht. Nee. Büffel brauche ich jetzt erstmal nicht. Ich könnte natürlich noch eine Viehstation bauen, wo ich nochmal was Drittes anpflanze.
Ich könnte Rehe wieder einfangen zum Beispiel. Die Hasen sind jetzt nicht so die Bombe gewesen, dass ich die genommen habe. Gut, 0,3 Saisons pro Fleisch. Hier brauchen wir 0,7 Saison. Ja gut, okay, Fleisch ist schneller produziert. So, 50 Kaffee haben wir jetzt produziert. Das wird eng. Wir haben noch 1,4 Saisons. Das wird echt eng. Okay, der produziert natürlich... Wenn er produziert, produziert rasend schnell. Aber sie müssen natürlich das ganze Zeug erstmal abholen. Moment, darf hier kein Kaffee eingelagert werden? Gehört das nicht unter Nahrung? Nein, das kommt wahrscheinlich in Mannschaftsressourcen, gell? Ja, dann hier bitte Kaffee einlagern und Weizen auch. Milch gehört auch zur Gemeinschaftsressource. Das heißt, ich mache wahrscheinlich den Kuchen aus Milch oder sowas. Meine Bevölkerung steigt übrigens schon wieder. Und ich habe nur 170 Leute ohne. Ich glaube... Ich glaube, ich muss die hier erstmal ausbauen und dann ans Stromnetz anschließen. Da ist es schon. Die ausbauen und dann vor allem aktivieren. Dann noch zwei Schneider einstellen. Und Aktivkohlenmasten produzieren lassen. Die braucht doch mehr Strom. Okay, die braucht doppelt so viel Strom. Dann werde ich das jetzt doch nicht mehr trennen. Dann bauen wir jetzt hier nochmal einen Solarkollektor. Und zur Sicherheit baue ich auch nochmal einen Energiespeicher hinten hin. Platz haben wir ja. Daran soll es nicht scheitern. So, dann bauen wir aber den Weg auch wieder durch. Wir müssen jetzt hier ein bisschen klotzen. Ich weiß zwar nicht, warum der Energiespeicher einen Weg braucht, aber wir machen ihn einfach mal. So, hier auch. Hier brauchen wir natürlich dann auch Strommasten. Das alles verbindet. Und dann werde ich das hier natürlich auch miteinander verbinden. So. Und hier unten selbstverständlich auch. Ich wusste nicht, dass die tatsächlich mehr brauchen. Ja, vor allem macht man den hier bitte schnell. Und im Moment, ne, macht den hier als erstes. Wollt ihr austauschen? Weil die pumpen mir jetzt gerade gar nichts. Das ist das Problem. Verdammt! Die Stimmung fährt schon wieder in den Keller, weil ich die Aufgabe auch nicht erfüllt habe. Ja, was habt ihr diesmal geklaut? Die Leute brechen schon die Tür der Lagerhäuser auf. Siehe da, die Regale sind gefüllt. Warum hältst du uns kurz, Boss? Oh, ja, Leute, ich mach das doch nicht mit Absicht. Tut mir leid. Könnt ihr bitte das Ding einfach schnell bauen? Damit die Wasserpumpen wieder ran ans Werk gehen können? Das habe ich nicht bedacht, dass die Pumpen doppelt so viel Strom brauchen. Und da jetzt überall noch Windkraftanlagen zu bauen, nee, dann nehme ich sie lieber da ans Stromnetz ran. Das ist besser. Ich weiß, ich habe hier schon wieder eine neue Zusage. Ich habe erst eine erfüllen können. Da rauscht dir echt immer die Zufriedenheit runter. Diesmal haben sie mir wenigstens die Lager nicht geplündert. Das ist immerhin etwas. So, jetzt haben wir hier übrigens eine große
Schneiderei, dann können wir nämlich hier jetzt auch noch mal zwei ein. Jetzt bin ich mal gespannt, ob mir irgendwann mal die Kohle ausgeht. So, okay, jetzt haben die wieder Strom. Sehr schön. Die noch nicht. Aber da fehlt jetzt nur noch einmal Metall. Ich habe schon wieder kein Metall. So. Die ist jetzt plötzlich nicht mehr am Strom. Fragt mich aber nicht, warum. Die war am Strom. So, jetzt ist es wieder. Ich kann es jetzt nicht sagen, warum die plötzlich nicht mehr am Strom war. So, wie schaut es hier aus? Es fehlt hier noch. Achso, das eine Metall. Sind doch... Ne, wir sind in der Nacht. Okay, ich dachte gerade. Ja, Wasser... Wobei, Wasser steigt jetzt wieder, dadurch, dass die Pumpen da sind. Ich habe jetzt hier übrigens... Ah, die werden automatisch rausgeschmissen. Okay, das ist gut. So, währenddessen ist schon wieder ein Händler da. Ole Sörens. Der Ole, der hat mal wieder nichts, was ich brauchen kann. Nee, was ist denn das eigentlich? Hasenfleisch. Kontaminiert. Vor allem stark kontaminiert. Danke. Schön war's. So, sind wir beim Essen. Jetzt bin ich beim Essen plötzlich wieder oben raus. Hey, das, wie stark das schwanken kann, ist brutal. Naja, egal. So, jetzt haben wir aber hier Strom, oder? Warum ist jetzt hier bitte das Strom unterbrochen? Ja, mir ist jetzt, nee, mir ist es nicht egal, weil das muss ja miteinander verbunden werden. Was soll das? So. Soll ja alles jetzt ein. Hier lasse ich es noch, weil hier haben wir keine Wasserpumpen. Auch ein nettes Bild, so während dem Speichern. Alles weiß. Endzone World Apart im Winter. Expedition, komm. Wo ist euer Problem? Was, wir haben keine Jodtabletten mehr? Ich hatte doch welche. Sind die aufgebraucht worden? Scheint so. Sind scheinbar aufgebraucht worden. Naja, dann kümmern wir uns nur noch mal drum, was die Leute jetzt wieder wollen. Seife oder Joints? Gut, Hanf habe ich schon. Bei der Seife weiß ich nicht, was ich brauche. Deswegen bin ich neugierig. Seife erforschen, Seife produzieren. Joints sind deutlich mehr. Wir nehmen die Seife. So, an manchen Orten riecht es streng. Wenn jeder Seife zur Verfügung hätte, ja, ich weiß. Dann wird es nicht mehr streng riechen. Okay. Also, fünf Forschungspunkte. Also, Seife. Forschung starten. Dafür brauchen wir Milch. Seife wird aus Milch gemacht. Milch und Kräuter. Zum Glück haben wir genügend davon. Aber ich produziere ja gar nicht mehr so viel Milch. Weil ich gar nicht mehr so viel Ziegen habe. Das heißt, ich muss jetzt vielleicht doch nochmal an ein paar Farmen denken. So langsam werden halt auch die Wege weit. So, neuer Händler ist da. Wenn du Metall hast, dann nehme ich was von dir. Ne, aber Tomaten... Was möchtest du von mir? Ein bisschen Plastik. Ein paar Pilze. Plastik. Plastik. 37 Plastik. Ja, komm. Machen wir dann. Dann habe ich die Tomatenpflanze. Strom ist überall da. Das ist schön. Die Dinger sind voll. Ich glaube, Strom habe ich erstmal genügend. Wie gesagt, das hier ist ja noch ein eigener Kreislauf. Die beiden sind sowieso autark hier außen. Was den Strom angeht, autark. So, ich werde jetzt die Seife erforschen. Und dann brauche ich Milch dafür. Das bedeutet, ich muss jetzt tatsächlich, also ich muss nicht, aber ich werde es in
weiser Voraussicht schon mal machen. Die Gewächshäuser in Aquafarm, die haben wir noch nicht. Ich werde jetzt noch eine Weide errichten. Ich habe ja, so viel Platz habe ich hier leider nicht. So, da ist es schon erforscht. Könnte hier noch eine Weide machen. Aber die Laufwege sind halt mittlerweile echt weit. Oder ich versetze dieses ganze Konstrukt hier, könnte ich zum Beispiel versetzen. Keine Ahnung, ich weiß nur noch nicht wohin. Echt wenig Platz. Und die Laufwege dann so weit werden. Also machen wir hier noch eine. Wir machen noch zwei Weiden hin, weil es so schön ist. So, okay. Seife. Wo produziere ich denn Seife? Mal ernsthaft. Hier? Hier. Ja, dann produzieren wir ein bisschen Seife. Und wir haben schon wieder eine Seuche. Sind es schon bei 49, die eine Seuche haben? Ich habe drei ausgebaute Schneidereien. Einer produziert Strahlenschüsse, zwei Aktivkohlemasken. Und ich habe keine Chance, genügend Schutzkleidung zu produzieren. Das ist auch ein bisschen frustrierend. So, die Seuche wird aber jetzt durch die Medizin sehr schnell in den Griff bekommen. Das ist gut. Jetzt geht mir auch schon wieder das Werkzeug aus. Ey, Leute. Metall. Klar, ich habe immer kein Metall. Der hat schon wieder keinen Schrott. Geh noch hier hin. Der hat noch Schrott. Die 100 und der hat hier, glaube ich, sowieso noch genügend. Ja, ah, wobei, 600. Aber gut, hier gibt es schon noch viel. So, nochmal ein Händler ist da. Na, ihr kleinen Blindfische? Oh, die Paprika, das ist die schlimmste Pflanze, die wächst so schnell. Die kann kein Mensch rechtzeitig abernten. Denn Lizzie hat eine Menge Stoff dabei. Ja, ich nehme mir ein paar Jodtabletten von dir. Und ich gebe dir ein paar Kaffee. Kann ich noch mehr Jodtabletten nehmen? So. Ich will die Pepperoni, die baue ich eh nicht an. So, was fehlt hier? Metall. Ich habe ein akutes Metallproblem. Vielleicht kann ich dem Kollegen ja sagen, Moment, der ist doch schon wieder aktiv. Mit dem Kollegen sagen, dass du wieder ans Stromnetz gehst und mir alles zerhackstückst, weil nicht genügend Strom da ist. Ja, komm, dann... dann sind wir jetzt nicht so... Ist das so? Ist das so verbunden? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. So ist es auf jeden Fall verbunden. Aber auch da brauche ich Metall für. Auf jeden Fall soll der dann einfach Metall produzieren. Am Moment, da müssen wir aber natürlich hier noch eine Arbeitskraft einstellen. So. Jetzt kriege ich das Metallproblem nicht in den Griff. Wie schaut es mit der Expedition aus? Okay, jetzt gehen sie los. Dank des Handels gerade mit den Jodtabletten. Denn ich habe es ja noch nicht erforscht. Apropos erforschen. Soll ich weiter sparen? Oder soll ich jetzt mal was zwischendurch erforschen? Hier haben wir nichts mehr. Sind wir ja durch. Logistik. Ressourcen. Den Schrottfänger. Brauche ich 24 Metall. Aber er ist schon wichtig. Gerade für den einen Schrott. Wobei momentan, nee, ich spare. Momentan Schrott ist ja jetzt gerade nicht das Problem. Der hat zwar weite Laufwege mittlerweile, weil er echt weit läuft. Wobei, das geht ja noch. Der war ja schon viel weiter unterwegs.
erst wenn ich wirklich Probleme kriege. Der hat auch noch genügend hier vor der Brust. Hier kann er hingehen. Der ja sowieso. Nee, ich habe momentan kein Problem. Wir lassen das so. Wir lassen das so. Aufge. Schon erfüllt? Krass. So, wenn nicht alles perfekt ist, Leute sind einfach wirklich zu schätzen. Sehr schön. Zufriedenheit steigt rasant nach oben. Was braucht man denn dafür? Ach, Kräuter und Milch. Okay, jetzt weiß ich, wofür ich die Milch brauche. Das bedeutet aber, ich werde jetzt ein zweites Krankenhaus bauen. Hier unten habe ich, glaube ich, noch Platz dafür. Damit ein zweites Krankenhaus Medizin produziert. Der eine produziert Seife, der andere Medizin. Muss ich, glaube ich, hier sein, gell? Ich bräuchte auch noch eine zweite Schule. Passt hier nicht. Das, verdammt, das passt hier nicht rein. Das wäre schön gewesen, wenn. Hier. Hey, ich habe keinen Platz mehr. Nirgends mehr Platz. Dann gibt es halt. Ja, Aufgabe nicht erfüllt, egal. Dann gibt es halt zwei Krankenhäuser nebeneinander. So, Expedition ist Scout hat angekommen. recht. Gebäude sind wirklich überall Warnungen angebracht. Die meint das wohl ernst. Zu sehen ist aber gerade niemand. Sollen wir näher ran? Ja, natürlich gehen wir näher ran. So, die Frau hat einen Warnschuss aus dem Fenster gegeben. So, einfach mal Hände hochnehmen. Nein, wir nehmen die Hände hoch. Friedliche Absicht, sie hat uns erlaubt näher, hat uns im Visier. Gespräch aufnehmen. So, sie erzählt uns, so ihr Mann ist krank und so weiter und so fort. Mit diesen Jodtabletten können wir ihn heilen. Deswegen brauchen wir die nämlich. So, jetzt haben wir sie und ihren Mann dazu bekommen, haben ein bisschen Ausrüstung. Oh, wir haben sogar fünf Kuchen bekommen. Und das Rezept für den Kuchen. Klar, wir sind in der Konditorei. Also zurück. Einpacken. Vollpacken. Nach Hause. Gute Heimreise. Kein schönes Schicksal, das die beiden da erleiden. Vielleicht sollten wir ein wenig vorsorgen, damit unsere Nahrungsmittel nicht ebenfalls kontaminiert sind. Am besten bauen wir einen Dekontaminierungsposten. Ja. Ich muss noch einen bauen. Warum muss ich denn jetzt noch einbauen? Ich habe doch eh keinen Platz mehr. Ich habe doch keinen Platz mehr. Als Belohnung zwei Kids. Nee, sorry. Der hier hat das im Griff. Das passt. So, Moment, hier Tierart auswählen. Ich möchte hier bitte Ziegen. Damit wir noch mehr Milch produzieren können. Und hier kommt ein Händler. Vielleicht bringt er mir gerade ein paar Tiere. Das wäre gar nicht so schlecht. Ole Sörensen landet mal wieder in dieser tollen Wie auf Oase Bestellung. tierischer zugehöriger Menschen. Wir haben heute eine ganze Reihe essbarer Kostbarkeiten im Angebot. Extra nur für dich zusammengestellt. Ich muss ihm viel deftige Mahlzeiten geben, aber ich möchte die beiden Büffel haben. Großartig. Dann kann ich die nämlich gerade hier reinstecken. Gut, Nahrung ist auf dem Maximum, aber ihr wisst ja, viel Nahrung ist immer gut. Wir können auch natürlich noch ein zweites Lager hier daneben stellen. Ein Herz für Tiere habe ich noch eine Errungenschaft gerade freigeschalten nebenbei. Muss ich später mal durchgehen, was das alles ist. So, hier ist jetzt dasselbe passiert. Das ist jetzt plötzlich vom Stromnetz genommen worden. Jetzt ist es plötzlich wieder drauf. Ja klar, der hat jetzt eine Verbindung hierhin, aber die Verbindung dahin verloren. Was ist denn das für ein Rotz? Okay, das ist ein bisschen buggy, würde ich sagen. Also dann verbinden wir hier nochmal. Nee, muss ich gar nicht. Muss ich gar nicht, denn hier ist die Verbindung jetzt eben hergestellt worden. Jetzt hat alles Strom. Die Speicher müssten ausreichen. Sieht gut aus.
Sieht gut aus. Dann können wir jetzt die Probleme angehen. Unser Metallproblem. Also der produziert Stoff, der produziert Metall. Das reicht aber nicht. Wieso produzieren die hier eigentlich kein Metall? Beziehungsweise nur so wenig. Wieso arbeitet hier mal wieder keiner? Das ist eher die andere Frage. Die gehen immer hier hoch zum Trinken. Ich verstehe es nicht. Also ich verstehe es echt nicht, weil... Okay, der hat mal wieder nichts zu trinken. Der hier? Der auch nicht. Warum eigentlich nicht? Die Sticker habe ich genügend eingestellt. Der ist echt immer so schnell leer getrunken. Ja, tatsächlich. So, was sind das eigentlich alles für Fragezeichen? Metall, ja. Na gut, dann muss ich den hier halt auch wieder aktivieren. Und der soll auch Metall holen. Hilft ja nicht. Moment, den kann ich aber auf Metall auch umstellen, weil Stoffproblem habe ich jetzt keins mehr. Weil die Hanfplantagen jetzt richtig durchschlagen. So, das Monument will ich jetzt noch nicht errichten. Nee, was fehlt mir hier? Auch Metall. Hier ist alles voll. Kann ich noch was Ordentliches forschen? Wir sind mal durch. Ja gut, nicht durch, aber... Ich erforsche das Lagerhaus jetzt mal. Und dann erforsche ich auch mal Zement und Co. Der läuft auch hier hoch und trinkt da oben. Ich muss das ändern. Ich muss hier nochmal eine Wasserstelle bauen. Ich habe zwei, aber die werden quasi instant leer gesoffen. Das heißt, ich werde hier noch eine dritte bauen. Ist ja eigentlich noch Wasser übrig? Ne, der wird von dem hier mal... Ne, der holt sein Wasser mittlerweile da oben. Weil der hier nicht genügend produziert oder was? Laufen hier die Leute hin und trinken oder was? Moment, hier müssen wir noch Büffel reinhauen. So, zwei Büffel bitte. Hier sind jetzt schon 5 Ziegen drin, sehr schön. Weil Büffel geben auch Milch. Gute alte Büffelmilch. Gut, an der Essensausgabe holt sich niemand Essen. Also das Trinken ist echt ein Problem. Die Dinger hier werden so schnell leer getrunken, die kommen gar nicht hinterher. Und ich kann hier nicht mehr Arbeitskräfte einstellen. Das Einzige, was ich machen könnte, ist eine Wasserquelle hier runtersetzen. Aber ich könnte das hier ausbauen zur elektronischen Wasserpumpe. Braucht halt auch 8 Metall. Und Metall habe ich ja bombenviel. Naja, es geht voran. Gibt immer noch viel zu tun. Wir haben vom DLC noch nicht ganz so viel gesehen, außer dass wir jetzt die Luxusressourcen gebaut haben mittlerweile. Demnächst kommt hier eine neue Forderung und dann schauen wir mal, was wir wollen. Und wir erforschen dann jetzt auch, sobald das Lagerhaus erforscht ist, mal ein paar weiter so Zement und so Zeug, weil das wird wahrscheinlich demnächst auch kommen als Forderung. Da will ich vorbereitet sein. Und ich will da hier auch mal ein bisschen runterkommen, vor allem von dem hier. Das ist echt bitter. Wir sehen uns. Macht's gut.